Huhu, Leute, ich bin Flasher. Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir sind immer noch in Argolis. Haben zwar Hippokrates schon geholfen, aber wir müssen immer noch Informationen über unsere Mutter finden, denn deswegen sind wir ja ursprünglich eigentlich überhaupt nur hier hingegangen. Jetzt haben wir schon mit mehreren Priestern gesprochen und die haben alle gesagt, wir sollen zu Medon. Und das werden wir dann heute auch machen. Hier wäre noch eine andere Quest, da gehe ich glaube ich mal zuerst hin. Dann reden wir mit Medon. Und mir ist noch eine Sache aufgefallen, beziehungsweise das ist mir nicht aufgefallen, das habe ich gelesen. Weil wir kommen jetzt langsam, wie ihr seht, kommen wir langsam in einen Bereich des Spiels. Oder wir haben im Prinzip ein Level im Spiel erreicht, wo wir ein bisschen min-maxen können. Das heißt, mittlerweile haben wir richtig gute Items als Waffen. Wir haben sogar ein komplettes Set, ein legendäres Set als Armor. Wir kommen langsam in einen Bereich, wo wir auch im Prinzip Zugriff auf den Großteil unserer Fertigkeiten haben. Und da wollte ich mich einfach mal informieren, was so andere Spieler oder was so die optimalen Attentäter-Sets sind. Und ja, was soll ich sagen? So wie wir das bisher gemacht haben, ist es tatsächlich eigentlich so schon so das Richtigste, was man attentätermäßig machen kann. Also wir haben schon die richtigen Skills gefunden und auch die richtigen Skills in der richtigen Reihenfolge gelevelt. Also eigentlich alles gut. Das Einzige, und das ist eine ziemlich coole Sache, die ich nicht wusste, die ich jetzt aber auch gelesen habe, und zwar ist hier oben der Ares Schlachtruf. Und zwar: in einem Zustand göttlicher Raserei richten alle Angriffe für 10 Sekunden 20% mehr Schaden an. Und diese 20% mehr Schaden, die zählen auch für Attentate. Das heißt, wenn wir ein Attentat machen und wir machen vorher diesen Ares Schlachtruf an, dann zählen diese 20% auch dafür. Das ist nämlich auch ziemlich cool. Und das für 10 Sekunden. Und vor allem, es erfordert auch kein Adrenalin. Das heißt, bei einem Attentat kann man das einfach vorher anmachen. Und dann kann man denjenigen Attentätern, und man macht 20% mehr Schaden. Das ist ziemlich cool. Ich werde jetzt nicht extra dafür meine Fähigkeiten zurücksetzen. Aber wenn wir eh demnächst irgendwann vielleicht einfach mal die Skills zurücksetzen müssen, das haben wir ja während diesen Let's Plays auch schon ein paar Mal gemacht, das heißt, wenn wir eh das nächste Mal zurücksetzen müssen, dann werde ich vermutlich auch hier in diese Richtung gehen, um mir noch diesen Ares Schlachtruf zu holen. Weil das ist eine ziemlich coole Sache, dass wir jetzt hier sogar einen Skill aus dem Krieger-Tree, sogar den höchsten Elite-Skill aus dem Krieger-Tree nehmen können, um aber eigentlich unseren Assassinsschaden zu steigern. Darauf muss man erstmal kommen, aber ich meine, so unlogisch ist das gar nicht. Aber ziemlich cool, dass ich das gelesen habe. Naja, so, wir gucken nochmal schnell ins Inventar, was wir hier alles haben. Wir müssen einmal alles zerlegen, weil sonst ist das Inventar immer so ultra nervig voll. Und das nervt mich dann. Ja, nehmen wir das einfach mal rein, anstatt von diesem anderen Ding. Und alles andere können wir, denke ich, wieder zerlegen. Das brauchen wir alles nicht, aber das könnte noch ganz gut sein. Hat aber den gleichen Schaden wie hier, oder? Ja, und es ist halt eine... Was haben die für Boni? Giftschaden, Schwertschaden, und das macht... Ja, okay, das brauchen wir nicht so sehr. Das heißt, wir haben jetzt hier noch eine Zweitwaffe als... Noch ein Schwert als Zweitwaffe. Das, was wir gerade vorher hatten, hat aber noch weiter den Giftschaden erhöht. Glaube ich, oder? Ne, ist glaube ich gleich. Waren beides mal 12%. Ne, ist das schon in Ordnung. Dann gucken wir noch eben die Bögen durch. Aber alles, was nur blau... okay. Ich wollte gerade sagen, alles, was nur blau ist und nicht irgendwie episch, ist vermutlich schlechter. Aber, der hier scheint noch ein bisschen besser zu sein, das heißt, den nehmen wir auch rein. Dann gucken wir hier noch. Alles nicht. Man könnte sich jetzt, wo wir so oft epische Gegenstände finden, also lila, ne, die zum Teil auch gar nicht so schlecht sind, lohnt es sich vielleicht sogar mal ein zweites Set, also ein Kriegerset sich zuzulegen oder ein Jägerset. Nicht unbedingt jetzt, wie gesagt, als legendäres Set, weil da kommt man ja nur über Umwege ran, aber ich meine natürlich als Set, das man einfach so nebenbei mit drin hat. Aber egal, also wir wollen jetzt erstmal zu dieser Frau, dass wir heute auch mal was schaffen. Darum gehen wir zu der. In der letzten Folge haben wir ja diesen einen Priester an diesem Baum verteidigt, wo wir dann angegriffen wurden. Und wir wurden sogar vom Kult angegriffen. Das waren Kultisten. Das heißt, wir werden hier vermutlich auch wieder auf den Kult treffen. Ich denke jetzt einfach mal auf diese Krysis, oder wie die Frau heißt, diese alte Hexe, die immer alle aufhetzt und vor allem die auch nicht will, dass die Priester hier mit der Adlerfrau, also uns, reden. Und alle haben voll Angst vor der. Und jetzt haben uns gerade auch noch Kultisten angegriffen. Also die wird vermutlich ebenfalls zum Kult des Kosmos gehören. Das werden wir mit Sicherheit noch rausfinden. Dann haben wir auch direkt unseren nächsten Kill von. Ist natürlich auch gut. Ich habe deine Nachricht an der Tafel gelesen. Was ist geschehen? Adlerlegende, ich weiß, was du für meinen Himiko getan hast. Du hast verhindert, dass der verräterische Hito ihn tötet.
Hä? Okay, das waren die beiden, die sich am Strand geprügelt haben. Wir sollten den für Hitor befreien und Hitor wollte ihn dann umbringen. Allerdings haben die sich ja gestritten, weil die Frau umgebracht haben. Warum ist denn jetzt hier eine andere Frau? Ist das jetzt die neue Frau von dem? Die Zweitfrau oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich sollte für ihn ein Schwert zurückholen und nicht seinen Racheengel spielen. Nun, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich wünschte nur, unsere Söldnerprobleme wären vorbei. Söldnerprobleme? Ich hatte gehofft, der Ärger mit Hitor würde Himiko eine Lehre sein. Aber kaum ist er wieder zu Hause, hat er schon wieder Probleme mit einem Söldner. Also soll ich ihn töten? Zeit für diesen Söldner Hades kennenzulernen. Ich helfe. Gut, bitte beeil dich. Ich komme wieder, wenn ich alles erledigt habe. Ja, okay, also es war tatsächlich, ist anscheinend die neue Frau. Das ist vielleicht sogar schon ein paar Jahre her, diese Geschichte mit Hitor und diesem Himilko ist vielleicht schon lange her. Und das ist noch eine alte Fehde zwischen ihnen gewesen. Aber anscheinend hat er mittlerweile eine neue Frau. Also nicht Hitor, sondern Himilko. Und da wir dafür gesorgt haben, dass die sich nicht gegenseitig umgebracht haben, sondern so, sich nur gegenseitig auf die Fresse gehauen haben, hat die jetzt hier eine Quest für uns, was natürlich eine Top-Sache ist. Ich frage mich, ob wir die Quest auch gekriegt hätten, wenn wir zugelassen hätten, dass die sich umbringen. Aber keine Ahnung, das werden wir so erstmal nicht rausfinden. Es sei denn, einer von euch weiß das zufällig, dann ich muss mal nach da. Ich gucke aber nochmal schnell an die Nachrichtentafel. Und dann machen wir diese Quest hier eben schnell. Der Anführer ist angreifbar. Ja, aber hier könnte man jetzt auch eine Eroberungsschlacht machen. Nö, nee, haben wir aber echt viele Quests, aber alles nichts für uns. Wir wollen da hinten hin. Und ja, da sehen wir auch schon den Kopfgeldjäger. Laios, der Narr. Mal gucken, was das für einer ist. Der ist da. Was hat der? Der hat ein Tier dabei und geringerer Schaden durch Fernkampfangriffe. Gut, das ist nicht so schlimm. Aber es ist ein großer Typ mit Keule. Das heißt, der hält vermutlich ziemlich viel aus. Aber die Frage ist auch, ob der uns sofort angreift. Aber dürfte er eigentlich nicht. Weil eigentlich dürfte der ja nicht wissen, dass wir hinter ihm her sind. Toll, und er steht direkt neben dem anderen Söldner. Schalte den Söldner. Was ist das hier für einer? Level 23. Laurentius, der Langhaarige. Das ist jetzt die Frage. Kämpft der andere sofort mit? Oder nicht? Wir werden es rausfinden. Ja, der andere kämpft sofort mit. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich echt schlecht. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber der eine, der hat's gleich schon. So, gut, Quest ist erledigt. Oh, jetzt bin ich aus Versehen direkt auf ein Pferd gestiegen. Dann reite ich jetzt erstmal ein bisschen weg. Und lockt den auch ein bisschen raus. Mal sehen, ob der noch was gegen mich hat. Dann würde ich den natürlich auch gerne mal töten. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Anscheinend bin ich noch im Kampf mit dem. Jetzt nicht mehr. Okay. Na, jetzt hat er mich wieder gesehen. Oh, so eine nervige Kacke. Egal, dann gehen wir einfach so ein. Der hält auch ein bisschen was aus, aber den werden wir schon schaffen, hoffentlich. Mussten wir zwar direkt gegen zwei gleichzeitig kämpfen, aber stört nicht. Solange nicht noch irgendjemand kommt. Wo geht der denn jetzt hin, der Idiot? Also mach mal was. Machen wir unsere Kombo so weit es geht und dann. Oh, hallo, warum drückt die nicht den Zweier-Skill, wenn ich das will? Machen wir einfach ein bisschen Schaden auf den. Boah, wie die mit ihrem scheiß Speer, die nutzen wirklich die komplette Reichweite von ihrem Speer. Das ist krass. So, blocken. Oh, nicht den Athena da treffen. Aufpassen, sonst haben wir gleich direkt noch mehr Kämpfe.
So, aber der ist dann gleich weg. So. Alles klar. Die stört das zum Glück nicht. Die Athena da, dass wir gerade wen umgebracht haben. Jetzt müssen wir noch eben die andere Leiche hier looten. Die andere loote Leichen. Und dann haben wir es geschafft. Sehr gut. Sophia, die glänzende neue Söldner entdeckt. Schnell weg. Schnell rennen. Dann tut uns doch die Katze nichts. So. Ich hoffe, jetzt bin ich auch weit genug weg. Und dann können wir, denke ich... Ist der Söldner schon hier in der Stadt? Nö, gut. Dann können wir auch wieder zurück. Ja, das war schon. Also es war eine... ich bin noch im Kampf. Ich kann noch nicht... ich kann noch nicht reisen. Jetzt bin ich raus. Okay, gut. Ich muss einfach noch 2 Meter weitergehen. Dann können wir zurück. Dann war es das mit der Quest auch schon. Sehr schön. Hat doch eigentlich ganz gut geklappt, obwohl es 2 Söldner waren. Ich bin jetzt bei Söldnern immer ein bisschen vorsichtig. Es gab mal eine Zeit, da haben mir die gar keine Angst gemacht, weil ich wusste, den Großteil one-shot ich eh. Und selbst wenn die den One-Shot überleben, das Attentat, mache ich halt einfach den Zweier-Skill, also den In-Fight-Attentäter-Skill, dann sind die weg. Aber jetzt haben wir in letzter Zeit von einigen sowas von auf den Sack bekommen, dass ich jetzt ein bisschen Respekt vor denen habe zum Teil. Aber wir sind jetzt gerade sogar gegen 2 klargekommen. Und nicht nur, dass das 2 waren, der eine hatte auch noch ein Tier dabei. Grüß dich. Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Du verstehst dein Handwerk wirklich. Hier, für dich. Ein ganz normaler Tag. Alles klar. Das war gut. Dann können wir jetzt, denke ich, weitermachen mit der Quest, die da hinten ist, oder? Ist hier noch sonst irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus, als ob hier noch... Da ist noch Silbergruben des Herakles. Achso, weil da der nemeische Löwe ist. Okay, das ist natürlich klar. Den könnten wir dann eventuell auch, wenn wir hier so in der Nähe alles fertig haben, können wir vielleicht mal zu dem hingehen, weil der ist ja jetzt nicht mehr weit. Aber wir machen erstmal mit der normalen Quest weiter. Ich gehe noch einmal hier an die Nachrichtentafel, weil hier waren ja ursprünglich auch die Quests, diese eine Quest jetzt her. Vielleicht gibt es jetzt eine Folgequest zu oder so. Mal sehen. Und dann aber... Dann machen wir weiter mit Midon. Ne, sieht nicht so aus. Okay, das war's. Dann nehmen wir jetzt wirklich die andere Quest hier an, die hier noch ist. Kein böses Wort, genau. Und labern jetzt einfach mal mit dem. Dann gucken wir da mal. So, ist der hier drin? Befehlshaber, oh, okay, wartet mal. Ist wieder ein Gebiet. Ja, okay, der steht, ist natürlich da mittendrin. Das heißt, ich muss jetzt dieses Gebiet hier erstmal abschließen irgendwie. Wahrscheinlich wird das gar nicht so einfach. Aber irgendwas ist hier noch. Ne, da hinten ist irgendwas. Okay, gut. Wir gucken, dass hier nicht noch irgendwas ist, was ich übersehen habe. Aber sieht nicht so aus. Gut, das waren noch schon alle, in Anführungszeichen. Ich weiß nur nicht. Der steht so blöd vor der Tür. Den locken wir einfach mal ran und versuchen, den hier so rumzuziehen. Natürlich auch mit einer Attentäterattacke. Dürfte den noch eigentlich killen, ja. Sehr gut. Oh, 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 oh. Der wird jetzt die Leiche entdecken, oder? Nö, wird er nicht. Gut. Dann machen wir den nächsten direkt auch so. So. Gut. Jetzt wurde ich aber gesehen von irgendwas. Ne, doch nicht. Gut. Auch wenn das jetzt als Mord zählt, weil ich gesehen worden bin, ist das egal. Hauptsache, die Dicken sind schon mal weg. Aber eigentlich steht keiner vor der Tür. Eigentlich dürfen die mich nicht sehen. Aber gut, was soll's. Wir haben auf jeden Fall hier gleich alles geklärt. War dann gar nicht so schwer eigentlich. Jetzt müssen wir nur den Typen töten, der da hinten steht. Aber es ist ja nur irgend so ein einzelner Noob. Den werden wir... Ach, der steht sogar auch draußen irgendwo rum. Gut. Der Arme. Das hat er nicht kommen sehen. War gut. Dann gucken wir mal, wo hier noch der letzte Schatz ist. Hier. Sehr gut. Und das Gebiet auch fertig. Dann können wir auch direkt zu Midon rein. Achso, wir haben noch ein Level-Up, ne? Ja, Fertigkeiten. So.
Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir dann einfach mal hier. Also wir können leider hier den Ares-Schlachtruf nicht machen, wenn wir nicht wenigstens Höchstleistungsangriffe Stufe 1 haben. Darum leveln wir das jetzt auch mal. Wir machen es einfach mal dann hier auf die 2. Da haben wir gerade... Ach nee, wir müssen das überhaupt... Es ist gar kein Skill zum Benutzen. Okay. Das müssen wir mit Drücke R, um anzugreifen. Extrem starke Angriffe, die von der Art der verwendeten Waffe abhängen. Sie benötigen 3 volle Adrenalinsegmente. Okay, also das ist jetzt auch so ein richtig fette Kampf-Kombo. Kostet aber 3 Adrenalin. Das ist schon übel. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen oder wollen. Weil eigentlich benötigen wir unser Adrenalin. Aber mal gucken. Oh. Am Rummachen? Und Cassandra stellt sich einfach so dazu. Wachen! Die sind tot. Und ihr seid sicher Midon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Ah. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst raus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Die Spartanerin, war ihr Name Myrine? Ja. Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. War es ihr Kind? Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Aha, die hatte also einen Säugling dabei. Einen männlichen Säugling, also... Und es war ihr eigenes Kind. Also es muss Alexios gewesen sein. Ihr habt das Kind gerettet? Nein. Nicht? Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte? Nein. Ja, viel kriegen wir von der, kriegen wir nicht raus. Teilen eigentlich alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig. Sicher. Ich weiß, warum Krösus wollte, dass ihr euch die Zunge rausschneidet. In der Nacht, in der meine Mater mit meinem Bruder herkam, hielten die Priester und ihr ihn für tot. Krösus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Oh, nice. Flashback. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass er so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind! Mein Kind! Hör zu, wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Sagt es mir, bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte den Jungen retten können. Midon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Kind im Arm, sang ihm vor, bevor sie ihn den Göttern übergab. Krösus nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krösus? Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas. Und Krösus ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung, Priester ohne Zungen und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Krösus finden und sie wird für ihre Taten bezahlen. Ruhe.
ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Also, wie schon gedacht, tatsächlich, Krysis ist ein Mitglied des Kults des Kosmos. Ich will mal Chaos sagen. Was hat die für eine Belohnung? Von der unsterblichen Set, da haben wir, glaube ich, noch gar nichts her, oder? Kriegerschaden, 20% Gesundheitsbonus nach tödlichen Treffer. Oh, okay. Also bei jedem Kill mit 2 Sekunden Interim Cooldown kriegt man 20% Lebenspunkte wieder. Eigentlich nicht schlecht. Für einen Krieger bestimmt ganz gut, vor allem wenn man in diesen Eroberungsschlachten mitkämpft. Da ist es, glaube ich, ein ganz gutes Set. Ja, und wir wissen jetzt auch, wie, letztendlich, wie Alexios überhaupt... Wenn ich meine Marta finden will, ist Krysis der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. Wie überhaupt Alexios beim Kult gelandet ist. Der wurde halt nach dem Sturz vom Berg, wurde der von Myrina, also der Mutter, hier hingebracht und sollte gerettet werden. Allerdings konnten die Priester ihn nicht retten. Und dann hat ja Myrina ihn zu diesem Tempel gebracht, um ihn da den Göttern zu übergeben. Und Krysis hat sich dann aber wohl das Kind heimlich geschnappt und hat es doch geschafft, es am Leben zu halten. Und dann natürlich Alexios großgezogen und ja, mit den eigenen Einstellungen manipuliert sozusagen, sodass er ebenfalls Mitglied des Kults des Kosmos wurde. So. Das ist also die Geschichte von Alexios. Und wieder also storytechnisch eigentlich ganz cool, was wir hier gerade erfahren alles. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, denke ich, nächste Kultmitglied zu töten. Hoffe ich zumindest, dass es jetzt nicht noch da zu lange ist die dauert. Die Statue des Apollon und da der Altar. Krysis wird hier sehr viel mehr vorfinden als ein hilfloses Kind. Eine Warnung. Ich komme anscheinend näher. Wieso ist ein geopferter Adler eine Warnung? Ah, okay. Weil wir sind natürlich die Adlerfrau und dass da ein toter Adler liegt. Klar. Verstehe ich. Ist aber halt nicht unser Adler, zum Glück. Was haben wir hier nochmal so? Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Oh, ich höre sogar ein Kind schreien irgendwo. Das heißt, die hat anscheinend gerade sogar wieder ein Kind entführt. Ja, wenn man genau... Oh. Wenn man genau hinhört, hört man ein Kind schreien. Aber da können wir gerade nicht hin. Wir müssen uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir da... Gut, die verstecken sich im Gebüsch, seht ihr? Das heißt, die... Und da hinten, der hockt auch im Gebüsch. Ah, die sind also selber versteckt. Aber jetzt werde ich dann mal zeigen, wie ein richtiger Assassine aussieht. Wir verstecken... Warum konnte ich das nicht looten? Ah, jetzt hat... Wir verstecken uns einfach zurück. Also jetzt gehen die Versteckkämpfe los. Verstecker gegen Verstecker. Aber wir werden definitiv besser verstecken als die. Wir schleichen uns jetzt nämlich an die an. Okay, das geht schon mal nicht. Das war eine geskriptete Szene. Jetzt machen wir einfach mal dieses R, dieses Besondere. Sehr viel Schaden macht das nicht, aber liegt wahrscheinlich daran, dass wir auch keinen Kriegerschaden machen. Da finde ich irgendwie unseren Attentäter-Skill. Den Attentäter-Skill finde ich irgendwie cooler. Oh, okay. Ja, das macht doch irgendwie mehr Schaden. Aber vielleicht kriegen wir den damit den Schild abgezogen. Verliert er den? Nein, okay. Die verlieren dadurch leider nicht ihren Schild. Die werden nur ziemlich lange aus dem Kampf genommen, aber mehr auch nicht. Das ist unser Attentäter-Skill, ja. Attentäter-Skill auf jeden Fall besser. Oh, der hat die ganze Zeit gewartet für den zweiten Schwung. Das war cool, dass die... Aua. Dass die auch sowas können. Aber egal, den geben wir jetzt einfach den Zweier-Skill mit und dann war es das auch. Sehr gut. Das zählt sogar auch als Attentat. Wir haben da gerade oben irgendein Achievement bekommen, dass wir einen Attentaten-Skill gemacht haben. Er zählt also, jetzt gehen wir das Kind retten. Das Töten scheint in der Familie zu liegen, mächtige Adlerfrau. Wage es nicht, von meiner Familie zu sprechen, Schlange. Ich weiß noch genau, wie mir deine Mutter mein Kind brachte. Ein erbärmliches kleines Ding, das im Regen weinte. Hätte ich damals gewusst, dass Myrine 2 Kinder hatte,
Doch nun bist du hier. Meine Familie ist vollzählig. Du liest meine Mutter in dem Glauben, ihr Kind wäre tot. Das war es. Oh, wie sie weinte, als sein kleines Herz zu schlagen aufhörte. Doch ich nahm mich seiner an. Ich legte ihn auf diesen Altar. Ich flehte die Götter an, ihn zu verschonen. Und sie erhörten mich. Was hast du mit meinem Bruder gemacht? Ich rettete sein Leben, indem ich ihm beibrachte zu leiden, damit er den Schmerz kennt und lernt, ihn wie einen alten Freund willkommen zu heißen. Und nun wird er der ganzen griechischen Welt diesen Schmerz zeigen. Du hast ihn gefoltert? Er war ein Säugling! Ich lehrte ihn zu überleben. Die Welt ist grausam. Wer zu schwach ist, stirbt. Also gab ich ihm Stärke. Zugegeben, sie hat ihn tatsächlich gerettet und sonst wäre er tot gewesen. Wohin ging meine Mutter in jener Nacht? Sie kroch in die Berge von Korinth. Der Höker sollte sie mir zurückbringen. Doch sie wird sich nicht ewig verstecken können. Nein, sie wird uns weitere Kinder schenken. Oh, darum will der Kult des Kosmos Myrine haben. Weil die wissen, dass durch Myrine auch Leonidas Blut fließt und somit auch diese, das haben wir auch schon rausgefunden, dass die ganze Familie im Prinzip so ein bisschen besser als normale Menschen sind, so ein bisschen übermenschmäßig. Die haben so, die können fühlen, wenn irgendwas in der Nähe ist und so. Darum können wir ja auch mit Ikaros alle Leute durch die Wände sehen und können die Zeit verlangsamen und sowas. Also wir sind so irgendwie so ein bisschen übertriebene Menschen und die ganze Familie. Und anscheinend will der Kult des Kosmos, dass Myrine immer weiter und weitere Kinder gebärt, damit immer mehr von diesen ultrastarken Kriegern, wie zum Beispiel Cassandra oder auch Alexios, geboren werden. Ich werde dich durchbohren für den Schmerz, den du gebracht hast. Die Welt ist Schmerz. Ich gab Deimos die nötige Stärke. Deine Mutter war schwach und winselte zu den Göttern wie ein Schwein auf dem Altar. Ich bin mehr Mutter für ihr Kind, als sie es jemals sein kann. Und ich könnte auch deine Mutter sein, Adlerfrau. Es geht um mehr als meine Familie. Du und dein Kult, ihr wollt die griechische Welt zerstören. Ihr bringt nichts als Kummer und Leid. Du sprichst von Leid und doch kommst du in Blut getränkt und bedrohst mein Leben. Du bist ein Mörder, wie dein Bruder. Hier. Beweise es dir. Wow. Okay. Das ist fies. Müssen wir das Kind retten, so hier. Ja, das war ja einfach. Okay. War nicht irgendwie nicht besonders schön. Dein Säugling? Er lag im Sterben. Krysis wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen. Krysis zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren. Krysis ist eine Dienerin der Hera. Sie tut, was getan werden muss. Was muss getan werden? Sie wollte deinen Säugling lebendig verbrennen. Du hast ihn gerettet. Mögen dich die Götter segnen. Hä? Schlaf jetzt, liebes Kind. Deine Martha ist hier. Was war das jetzt für eine... Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten. Krysis Herrschaft des Terrors muss enden. Ah, okay, jetzt... Wenn Krysis die Wahrheit sagt, glaubt Myrine, mein Bruder wäre vor langer Zeit gestorben. Krysis Treiben muss ein Ende haben. Ich muss sie töten. Toll, jetzt ist die weg. Also anscheinend hatte man sogar auch die Wahl, das Kind nicht zu retten und direkt hinter Krysis herzulaufen. Dann hätten wir sie vermutlich jetzt nicht verfolgen. Also dann müssten wir sie jetzt nicht noch extra suchen. Jetzt ist die nämlich wieder irgendwie weg. Der Tod eilt uns alle. Na, da ist das jetzt bestimmt. Dann hätten wir die vermutlich jetzt schon getötet, aber das Kind wäre gestorben. Aber gut, so schnell hat man ehrlich gesagt gar nicht gecheckt, was die Optionen da sind. Ich bin einfach nur nach vorne gegangen, habe Interagieren gedrückt, weil die Questmarkierung da zufällig gerade war. Aber anscheinend hätten wir sie auch töten können, aber dann wäre das Kind gestorben. Der Tod na gut. Aus der Luft. Was ist denn jetzt hier überhaupt die Quest? Ein Mädchen zu finden. Nee, ist das in Korinth? Ach, wir haben die Quest jetzt überhaupt gar nicht mehr. Also wir müssten jetzt theoretisch überhaupt nicht weitermachen. Aber machen wir natürlich. Darum nehmen wir mal die Quest da hinten an. Die geht jetzt nämlich bestimmt weiter. Um dann wirklich letztendlich Krysis zu töten. Denke ich mal. Weil die ist ja jetzt weg. Und ich meine, wir müssen Kultisten nun mal töten. Das müssen wir so oder so. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann sollten wir die Chance auch nutzen. Bevor wir jetzt weitermachen.
Und dann aber auch eine interessante Info. Die Krysis hat gesagt, sie ist die Myrina, also die Mutter, ist danach nach Korinth gegangen. Und das ist ja eh unser nächstes Ziel. Korinth ist ja ebenfalls eine der Anlaufstellen, wo wir eh hin müssen. Eine von den drei möglichen. Die Frage ist, wenn die da wirklich ist, hätten wir dann theoretisch die komplette Questreihe abkürzen können, wenn wir direkt nach Korinth gegangen wären? Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Aber ich denke mal, es war bisher noch nie so, dass man Quests einfach abkürzen, also dass Quests einfach weggefallen sind, wenn man die direkt in der richtigen Reihenfolge gemacht hat oder so. Von daher denke ich mir, wir müssen so oder so alle drei Orte machen und letztendlich ist sie doch ganz woanders. Also da wird nicht einer der richtige Ort sein. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, weil das wäre echt komisch. In dem Speedrun würden die Speedrunner natürlich immer direkt zum richtigen Ort gehen. Aber gucken wir einfach mal, was hier hinten gesagt wird. Was die Quest ist. Ist das schon wieder die Mutter mit dem Säugling? Bitte hilf mir. Beruhige dich. Sag mir, was passiert ist. Da sind Räuber im Wald. Mein Mann, er wollte sie verjagen. Sagtest du im Wald? Ich dachte, die Wälder von Argos sind sicher. Sie nahmen unser Essen, unser Pferd. Und mich wollten sie auch. Ich höre immer noch ihr schreckliches Lachen. Es klang so grauenhaft. Lachen? Und eine ganze Bande überfiel euch für ein Pferd? Ja. Wenn dein Mann es allein mit den Banditen aufnehmen will, dann lebt er nicht mehr lange. Bitte, ich habe ein Kind. Du musst uns helfen. Ich finde deinen Mann und die Räuber. Okay, es war doch nicht das mit Krysis. Hilf dem Gatten der Frau, okay. Was ist denn jetzt hier mit dieser Krysis? Was steht denn jetzt da dran? Also, stoße nach Argolis vor. Da sind wir doch gerade. Wartet mal. Argos? Argolis. Da müssen wir jetzt echt... Müssen wir jetzt echt alle hier in Argolis, alle von den Herz-Fragezeichen-Dingern abklappern, um die dann doch irgendwie zu finden, oder wie? Das wäre natürlich nervig. Wir müssen irgendwie, es muss doch einen besseren Hinweis geben, als stoße nach Argolis vor. Na gut, das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Dann machen wir auch erstmal dieses Quest. Vielleicht ploppen dann auch neue Quests auf oder irgendwie sowas, dass wir die finden. Ich sag jetzt erstmal Tschüss, aber und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.